So, willkommen zurück zur nächsten Folge von Monster Hunter World. Wir sprechen jetzt direkt erstmal mit der Meisterin der dritten Flotte. Ich weiß, mit welchem Drachenältesten wir es im Tal der Verwesung zu tun haben. Er heißt Vaal-Hazak, so haben wir ihn vorläufig genannt, als er das letzte Mal auftauchte. Der Vaal-Hazak ist die Ursache für das Miasma. Aus irgendeinem Grund wird er von ihm umhüllt. Er muss sich am Grund des Tals aufhalten, wo das Miasma am dichtesten Viel ist. Erfolg. Ich habe eine Quest zur Untersuchung des Vaal-Hazak ausgeschrieben. Du solltest dich an die Arbeit machen. Dieses Mal müssen wir ihn finden, koste es, was es wolle. Es erzeugt sein eigenes Miasma? Mit was für einem verrückten Monster haben wir es hier bitte zu tun? Ja, wenn ich das wüsste. Ist hier irgendwo eine Objektbox eigentlich? Welche Waffe ist am besten? Ich weiß es nicht. Achso, ich dachte schon. Kriege ich keine Antwort. Weißt du nicht? Ich glaube nicht. Dann nehme ich einfach meine Wasserwaffe mit. Am stärksten. Gut. Ach, hier kann man gar nicht essen bei der, gell? Sehe ich gerade. Gehen wir kurz was essen und dann legen wir los. Guck mal, wer da steht. Steht da so rum. Du bist zurück. Ich sehe dich leider gar nicht, ne? Ach so. Mach die Augen auf. Nee. So, dann breche ich mal auf. Wir suchen mal den Wal. Wie heißt er? Hasek? Komischer Name. Hasak. Oh, ich bin runtergefallen. Hier ist nur ein Eintrag über den Vaal-Hazak. Aber das war mehr ein möglicher Treffer, eine richtige Bestätigung. Wir könnten uns von Sternschnuppen zu Sternchen steigern, wenn wir den Vaal-Hazak tatsächlich hier finden. Zeigt er mir wieder an, wo er ist? Da. Bestimmt da irgendwo. Oder auch nicht. Ach, jetzt kommt man hier durch? Sonst kann man doch nie hier durch, oder?
Okay, der ist hässlich. Aber potthässlich. Wir haben es geschafft. Du kannst bei Dings da runter. Hilfe. Ih, der pupst. Ich komme. Ah, Fui, du pupst ja. Was bist du für ein hässlicher Drachenältester, hör mal. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich das gesagt habe. Aber es ist die Wahrheit. Gerade gerübst. Möglicherweise. Oh. Was? Ja, zufällig ja. So halbiert er einem einstimmen Leben. So, hier gibt es auch nur Bären, ne? In dieser Karte. Ja, sonst wäre das ja auch ein bisschen fies, wenn man vorher nicht so vorwarnt. Ach, übrigens, der halbiertes Leben, nimm mal ein paar Nullbären mit. Weißt du? Ja, das wäre böse. Aber du musst doch zugeben, der ist wirklich potthässlich. Das geht. Wieder? Ist hier irgendwo was zum Heilen zufällig? Ich dachte, jetzt käme so voll das Riesenvieh. Als Drachenältester vermuten würde, dass er voll groß ist, wegen Goramagdoros, weil der ja auch so riesig war. Aber sind das alles nur kleine Drachen? Okay. Na, ich glaube, du hast einfach nur ein kleines Exemplar. Ja, das ist ein kleines Exemplar. Echt? Ja. Warum habe ich ein kleines Exemplar in der Hauptmission? Das ist normal. Ist ja zufällig. Ich muss mal wetzen. Oh nein! Was? Ja, ich hab halbe Leben. Ach so, ja, hatte ich auch schon. Oh, hab ich auch schon wieder. Du bist auf dem. Ah ne, ich dachte gerade, du wärst auf dem Monster. Gibt's hier irgendwo eine Heilbombe? Nö. Nur ganz viele Gyrosse. Okay. Da hockt er direkt hier vorne. Ist aber nicht weit gekommen.
und weg. Gröbst? Aber ziemlich gerne mit dem halben Leben, gell? Jo, ich mach das schon ganz gern. Bei welcher Attacke macht er das denn, damit man das vielleicht so ein bisschen einschätzen kann? Ja, gerade hast du gesehen, ne? Wo ist die Nullbeere? Ach, schon wieder? Ist hier irgendwo Nullbären? Ja, ne? Oh, shit! Wieder! Oh. Ja. Das war's dann. Erstmal. Ja, vergiss nicht, Maxi-Trank zu benutzen. Ja, wohl, Chef. Ich hab damit nicht gerechnet, dass er damit sich komplett rundum bewegt. Das war doof. Du kleiner Pupser. Mich geboxt. Das war ganz schön flott. Schon wieder. Das war ganz schön fix unterwegs, der Junge. Oh oh. Hast du Waffe gewetzt? Ja, dann noch nicht. Ich schreit einfach nur so. LOL. Verliert er eigentlich auch Leben, wenn er in diesem komischen Wasser ist? Ich glaube nicht. Schade.
Oh, ich hab gar nichts zum Werfen. Oh, oh nee, geh weg. Geh lieber weg da. Scheiß die Wand an. Wie? Nein, du darfst nicht sterben. Nein. Aufmerksamkeit an mich. Mehr. Und abhauen. Hör mal, dein Rülpser stinkt ganz schön. Okay. Entschuldigung, dass ich das gesagt habe. Oh, Mist. Ich muss weg. Mann, du stinkst. Hey, Entschuldigung. Also immer wenn er mit seinem Nebel da ist, kann es passieren, dass du dann verlierst, oder was? Irgendwas verlierst. Ja. Also sollte man eigentlich, wenn er seinen Nebel hat, nicht in seine Nähe? Yep. Okay. Liegen hier nicht zufällig irgendwo Ulbeeren rum? Hat jemand gerülpst. Immer noch nichts zum Schleudern. Irgendwo was zum Schleudern? Nicht wirklich. Du bist auf dem Monster. Mhm. Ja, ich will an den Schwanz. Thank you.
Oh Mist. Ich sollte schon wieder ab. Nein. Ah. Oh, mein Nacken hat gerade voll laut geknackst. Ja. Gebreak. Oh, oh, ich muss Waffen lassen, bevor ich da hingehe. Zack. 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 Oh, hier ist irgendwo eine Ausdauer-Insektenlauf. Ach, da. Wo? Hier. Stopp, nicht gehen, nicht gehen. Zusammen. Los, jetzt. Was ich eben? Was jetzt? So, dreimal? Los jetzt. Ja, das machst du nicht mehr. Warum denn nicht? Achtung. Oh, hat er wieder seinen Rübser? Oh, ja. Und der wischt mich auch noch mit seinem Rübser. Geil. Ich hab nicht mehr so viele Nullbären. Ich hab nur noch eine Nullbeere. Schwanz ab. Das ist meine letzte. Lauf hier am Rand des Wassers. Was dann? Wieso? Da sind Nullbären. Hä, wo? Hier ist doch nix. Hier. Da, hier, wo ich bin. Hier. Okay. Also eine einzige. Ja, wir sind zwei bekommen, oder? Ja. Ja, also. Was war das? Der hatte doch gerade was vor. Oh nee. Match gröbst. Hast du mal fertig gerülpst hier? Stinkt! Weg! Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wo ist der Schwanz? Hier bei mir. Ach da. Das ist aber, der wird mir gar nicht mehr angezeigt. Hä? Bei mir liegt keiner mehr. Ich konnte einfach die Luft schneiden.
Okay. Und hier gibt's auch Nullbeeren, da wo das Wasser ist hin. Hä, wie wo das Wasser ist? Bei mir. Hier in der nächsten Karte. Warum werden die eigentlich nicht auf der Map angezeigt, die Nullbären? Ach, hier. Wir haben was gebrochen. Ja, das ist gut. Wir brechen Krallen. Au! Ich hab gar nicht mehr aufgehört zu schlagen. Er pupst. Oder rülpst. Oder pupst. Ah, Nase juckt. Auf den Popo. Auf den Popo. Auf den Popo und auf den Kopf. Au. Hört sich sogar an wie ein Rülpser. Ah, oh, fuck. Hast du schon wieder halbe Leben? Ja. Humpelt. Humpelt er hin? Hä? Da kann man doch gar nicht durchlaufen. Ja, aber hierhin kann man durchlaufen. Ich habe, glaube ich, keine Bomben mitgenommen. Ich meine, ich habe welche eingepackt, glaube ich. Ja, ich habe. Ja, legst du dir am Kopf gleich. Ja, okay. Schießen? Mhm. Hättest du nicht mal gerade warten können, bis Mopsi da weg ist? Tut mir leid. Also Zentimeter von Mopsi entfernt. Oh, er rülpst wieder. Muss meine Waffe mal wetzen. Ja, ja, nein, 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 nein. Haarscharf über meinem Kopf.
oh, 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 oh. Nein, schon wieder vergiftet. Sprechen, was er hat. Oh. Hab ihm gerade in den Hals reingeguckt. Das war nicht appetitlich. Oh Mist! Geh auf, bitte Kuh. Okay, weg. Wie einfach 1000 tote Spiele rausliegen. Hoffentlich hattet ihr nichts dagegen, dass wir das für euch erledigt haben. Sagt ihr noch so am Ende, hoffentlich hattet ihr nichts dagegen, dass wir das für euch erledigt haben. Ja, klar. Wir hätten uns ruhig helfen können, so ist es nicht. Was gibt's da oben? Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwo Fußspuren. Ja, keine Chance irgendwie, glaube ich. Doch, hier waren Fußspuren. Ah, okay. Gut, dann müsste aber jetzt Geschichte kommen, oder? Theoretisch. Vielleicht. Kann mich nicht mehr erinnern. Guck mal. Okay. Bauchzerbrechen, Membran bekommen. Oh, schön. Ich bin schon wieder Schleuderschütze. Ich bin immer Schleuderschütze. Gute Arbeit, Partnerin. Gute Arbeit da draußen, Partnerin. Ich wusste, du schaffst das. Wir haben enorme Fortschritte bei der Erforschung der Drachenältesten gemacht und Astera brummt nur so vor Aufregung. Und alle sagen sie, dass es nur deiner harten Arbeit zu verdanken ist. Aber Partnerin, andererseits, sieh mal, wer mit voller Gewalt zurück ist. Ich bin mit voller Gewalt zurück, und zwar pünktlich also für meine Begriffe. Wie ich hörte, geht das mit allen drei Drachenältesten auf dein Konto. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich wusste immer schon, dass du die Wucht bist. Darum haben der Kommandant und ich dich ja überhaupt erst ausgewählt. Aber ich habe auch ein paar Neuigkeiten. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe, dass mein alter Freund mir erzählt hat, er versuche einen bestimmten Ort zu finden? Tja, er hat ihn gefunden, und zwar so richtig. Ich dachte, ich werde ihn mir selbst mal anschauen. Vielleicht erfahren wir dort sogar, warum die Drachenältesten alle durchgedreht sind. Oh, und mein Freund hatte noch eine Botschaft für dich. Ich habe versprochen, unsere Wege würden sich wieder kreuzen, und das haben sie. Ich nehme das Boot nicht, ehe du dort bist. In Ordnung. Hörst du das? Das ist eine persönliche Einladung. Das bedeutet, du kommst mit, ohne Wenn und Aber. Ich lasse deine Wildexpertin das Wie, Wo und Pipapo festlegen. Das muss eine offizielle Quest sein. Erzähl davon aber den anderen nichts. Das bleibt unter uns. Zurück du musst dich nur für die Quest melden und dann auftauchen und komm ja nicht zu spät. Beeindruckend!
Muss ich ja alles vorlesen hier. Gute Arbeit, wie du dich um den Drachenältesten gekümmert hast. In Anbetracht all der neuen Erkenntnisse sollten wir der Gilde berichten. Der Captain soll ein Schiff bereit machen. Wir wissen immer noch nicht, warum sich die Drachenältesten wieder in der Heimat versammelt haben, als ob sie etwas anziehen würde. Nun, wir müssen wohl unsere Forschungen fortsetzen, bis wir die Antwort finden. Ich sammle auf jeden Fall Informationen. Bedrückt dich was? Der Admiral hat mal wieder Pläne geschmiedet, nicht wahr? Wohin geht der alte Teufel denn diesmal? Egal, wo es ist. Du gehst dann wohl jetzt auch. Du musst deine Partnerin... Na schön, ich werde mich hier um alles kümmern. Egal was passiert, denk daran, dass deine Partnerin immer an deiner Seite ist, um dir zu helfen. Und wir sind auch hier, wir warten auf dich. Finde, was immer es zu finden gibt, aber versprich dann zurückzukommen. Was? Hey, Partnerin, möchtest du wirklich auf die Quest des Admirals gehen? Noch eine Quest? Yep. Wie? Es gibt noch eine Quest, die letzte. Was? Es gibt noch eine letzte Quest. Ich dachte, das wäre die letzte hier gewesen. Nein. Gehst du wirklich zu dem Ort, den der Admiral erwähnt hatte? Wo sind all die Energien gesammelt? Ich werde nicht versuchen, dich aufzuhalten, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass etwas schief gehen wird. Und wenn mein Bauch sich meldet, weiß ich, dass ich zuhören muss. Was? Echt? Hä, ich dachte, es gibt nur diese zwei. Also gibt's noch eine Folge. Noch eine Folge, ja. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Tschö.